Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Steel or No Steel. Und die Serie macht momentan übertrieben Bock, denn in jedem Match geht es eigentlich nur noch um geisteskranke Karten. Aber wir haben ein kleines Problem, nämlich wir haben zwar immer noch einen 94er Mbappé vorne im Angriff, aber nicht mehr den POTM, denn wer alle Videos von mir in letzter Zeit geschaut hat, der weiß, was mit dem passiert ist. Letztendlich ist es nur halb so schlimm, weil das hier ist quasi genau die gleiche Karte. Es hat genau die gleichen Stats, nur dass sie halt, ja, ein Inform ist statt ein POTM. Ach, Digga, die haben sogar alle Qualität, um in einem Main-Team zu spielen. So, was soll ich euch sagen? Ich werde die auf Reise schicken. Wie gesagt, Steel or No Steel, werde ich jetzt den 94er Inform Mbappé holen. War dumm, den zu riskieren in so Formaten, ehrlich. Aber, ja, was willst du machen? Wenn man den schon im Verein hat, will man den auch bei Sachen benutzen. Aber das hat sich jetzt eh erledigt. Guck mal, ich gönne mir hier Vila Tots. Kostet 10k und ich gebe dafür Spieler einen Wert von 3,5 Millionen ab. Stabiler Trade, ja. Stabiler Trade. Ja, auf jeden Fall, wie ihr es gerade gesehen habt, der POTM wurde discarded. Schade sowas. Habe ich nicht damit gerechnet, dass der rutschen geht. Aber so ist es jetzt gekommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass Mbappé auch eine andere Karte hat, die genau die gleichen Stats hat, genau das gleiche Rating und, war es jetzt halb so schlimm. Hätte er keine andere 94er Karte gehabt, hätte ich den POTM auch nie riskiert. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Jeder Like supportet diese Serie. Steel or No Steel ist einfach Kult. Immer wenn mich irgendjemand auf der Straße beim Feiern oder sonst wo trifft und mich anspricht, dann sagt er einfach Steel or No Steel, das ist die legendärste Serie. Auch selbst Fußballprofis. Ich war jetzt vor 2 Tagen feiern im Club in Hamburg und habe da von St. Pauli Igor Matanovic getroffen. Grüße gehen raus an dich. Der hat mich auch angesprochen, weil der hat die Serie früher mal geschaut. Der hat sogar jetzt vor kurzem Spiel gegen Schalke Doppelpack gemacht. Dann hat Schalke das ja noch gedreht und ist aufgestiegen, hat dann noch Rot am Ende bekommen. War aber sehr lustig, wen man alles so trifft. Und ja, ich kann euch auch so schon mal ein bisschen spoilern. Ich hatte jetzt auch die letzten Tage ein Videodreh mit Alphonso Davies. Das wird auch noch ein paar Wochen dauern, bis es online geht. Auch sehr, sehr geil. Es passiert viel momentan. Es passiert sehr viel. Aber jetzt passiert hier erstmal, dass wir uns ein paar Upgrades erspielen. Okay, die Mannschaft des ersten Gegners sieht Weltklasse aus. Was ist das denn für ein Team? Richtig, richtig, richtig gute Mannschaft. Und wenn wir gewinnen, dann kriegen wir die rote Food Champions Karte 95er Tots Version von Son. Denn genau den habe ich in meinen Player Picks auch bekommen. Was ein Zufall. Das heißt, wir können wirklich genau die rote Version auch nehmen. Und wenn wir verlieren, dann gibt es eine SBC-Card damals von Gelson Martins. Habe ich auch gemacht, habe ich auch im Verein rumliegen. Das heißt, auch wenn wir verlieren, können wir den schlechtesten Spieler vom Gegner verpflichten. Und der hat nicht so ein nices Rating. Pelé. Noch ein bisschen Action hier. Kilian. Ah, mit dem POTM werden wir da vorbeigekommen. So, scheiße, Konter. Nein, Son. Oh, was? Der ist drin! Was macht der Keeper? Das sah wie so ein Alibi-Sprung aus, weil er weiß, dass der daneben geht und der geht dann einfach rein. Hä, ich bin geschockt. Ich bin ehrlich geschockt. Nicht so lecker. Jetzt aber. Ja, Mann, Pelé! Ja. Wow, den Pass habe ich gerochen. Aber es war richtig stark rausgespielt von ihm, also man merkt, der Gegner weiß, wie FIFA funktioniert, aber wir halt am Ende des Tages auch. Cantona, Rückraum, kurzes Save, 2:1. Wunderbar. Woher flankt? Oh, hier fallen ein paar Tore. Let's go. Oh, der in der Mitte steht sehr gut. Ja, Messi, den Master auch mit rechts. Hey, jeder Schuss drin bei beiden. Vielleicht mal eine 2-Tore-Führung. Da geht der in die Mitte. Da kommt der Pass ein weiter und noch ein weiter. Und der ist drin, das gibt's nicht. Und er geht raus. Er geht einfach raus. Er hat so ein krasses Team. Er hat so gut gespielt. Und jetzt bei 2 Toren Unterschied denkt er sich schon, macht keinen Spaß. Der Gegner kann FIFA. Cool, unser Team wird geupgradet und wir haben jetzt roten Team of the Season, Son auf der linken Seite, 95er Rating, ist damit einen Punkt höher als Ronaldinho. Ich hab's euch gesagt, sobald das Tots-Event rauskommt, kommen da Spieler mit so hohen Ratings. Da kann man geile Sachen machen, da wird das Team an Ratingpunkte die ganze Zeit weiter dazu gewinnen. Ich meine, wir haben teilweise Leute auf der Bank, die eine 84 haben und wir haben trotzdem 94er Rating. Also ich würde sagen, die Startelf, dadurch, dass wir richtig high-rated Spieler haben, wenn wir den Rechtsverteidiger austauschen, sind wir da locker bei einer 95 oder 96, wenn man nur die Startelf beachtet. Son direkt mit seiner ersten Aktion. Okay, wir passen erstmal den Ball.
Und dann geht's ab. Dann geht's ab. Kein Abseits. Mbuuu! Das ist ein Silberkeeper! Halt's Maul! Ich hätte nicht mal erwartet, dass ein Team of Tier oder ein Icon den hält. Der Silberkeeper-Ulti raus. Ja. Laufen. Okay, er deckt Mbappé, das heißt, wir müssen das ein bisschen anders spielen. Hätte er den auch gehalten, ne? Da wäre Ende im Gelände. Ja, okay, das war ja ein ganz schnelles Ding. 1-0. Und das war's mit ihm. Zum Glück konnten wir verhindern, dass wir hier irgendeinen Silberkeeper kriegen. Die Matches gehen heute schnell. Die Gegner sind alle am Quitten. Aus so einem Trend in FIFA. Irgendwie, je mehr der FIFA-Teil heranstreitet, desto früher quitten die Leute immer. Ist immer so meine Beobachtung. Auf jeden Fall schönes Upgrade. Nice. Und wir gehen ins nächste Game. Alter, das ist auch ein richtig geiles Team. Ey, wir treffen auf freshe Gegner, Mann. Ich hab's euch am Anfang der Episode gesagt. Die Winners Prices, die machen einfach in jeder Partie Bock. Wenn wir gewinnen, dann können wir unseren 94er Inform Mbappé upgraden zum Team of the Year von Kylian Mbappé. Und wenn wir verlieren, dann kriegen wir für das rechte Mittelfeld einen Ersatz für Messi Totti. Dann spielen wir dort nämlich Sancho Food Birthday. Der hat jetzt nicht Pause gedrückt, weil ich zwei Skillmoves gemacht habe und er quitten will, oder? Also den Pass da, ach Mann, die passen irgendwo hin. Wobei sollte einfach echt nicht mal am Ansatz zahlen, wo am Ende hingegangen ist. Boah, Cantona, der hat leider keine so geile Beschleunigung gerade gehabt. Messi! Ja, das ist ein Trickpass, ja, das ist nicht easy, aber es ist Lionel Messi. Und das war eigentlich die richtige Entscheidung, den Trickpass zu machen. Ich glaube, da ist ehrlich Alkohol im Spiel bei unserer Mannschaft. Und der war doch jetzt gut. So ein Hackenpass einfach eben von Messi. Ja! Ja! Trotz Rot! Das wäre der vorbeigegangen, hätte ich mir nicht beschwert, weil Rot war mein Fehler. Ich wollte einfach schnell abschließen, weil ich gemerkt habe, der Keeper genug. Überlauf. Bro. Nice, Cancelo. Und er denkt, ich pass. Mach ich nicht, ey. Wieder über die Seite. Das klappt gut. Das klappt sehr gut. Ey, das ist, ey, was haben die geraucht, Mann? Was haben die geraucht vor der Partie? Sancho. Oh ja, oh, gut gemacht. Ah, Mbappé macht ein bisschen Rambazamba. Hey, guck mal, der passt auch hoch. Kacke aus der Drehung, alles drum und dran. Der kommt am Ende wieder an. Hm, ich rieche Betrug. Schade, man hätte mir den direkt auf die Bres da vorne gespielt. Nein. Oh, okay, ich dachte, der blockt den. Okay, das war jetzt für mich lucky. Ja, hier sind Lücken. Du nimmst die Lücke hier vorne mit. Nimmst die wahr. Ja, Digga, da rennt er aber auch wie ein Bus in mich rein. Er drückt Start. Ey, ich glaube, ich muss schnell schießen, nicht, dass er durchzieht. Nein! Skandalöse Chancenverwertung. Komm, geh da in der Mitte. Geh. Und der nächste muss gehen. Nehmen wir ihn. Messi. Ganz hinten. Das ist... Wieso kommt er da ran? Die stehen gut. Wir sind auch nicht zu passiv da beim Gegner. Ja, der weiß, was er da hinten macht. Aber, wer ist hier außen? Son. Er rechnet vielleicht mit dem Pass. Der kommt nicht, Mann. Ja! 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 Aber wir erzwingen die Tore halt auf. Wir haben 10 Millionen Schüsse. Wir erzwingen die Dinger. Er wollte eine Abseitsfalle machen, nicht mit uns. Wir zwingen weiter hier hinten. Wir zwingen weiter. Ah. Wenn wir noch ein weiteres Tor machen, dann sieht es so gut aus. Cantona. Schönes Ding. Pelé. Mo, wie kommt er denn da ran? Nee. Nein. So nicht. Und jetzt geht's schnell. Jetzt geht's ganz schnell, Lionel Messi. Komm, Danny. Konzentrieren kurz. Der Gegner ist dreimal so schnell wie ich, Mann. Zum Glück hat er den gemacht, aber wir wurden so eingeholt. Und jetzt beginnt ganz hohes Pressing bei ihm. Aber damit können wir eigentlich meistens ganz gut. Dann pressen wir nämlich absolut zurück. So, Cantona. Komm ran. Zack. Cantona. Was macht denn der eine da von uns im Tor? Bra, er hat doch noch 12 Minuten übrig. Was macht er mit der Zeit, die er jetzt gespart hat in dieser Partie? Anstatt dass er noch kämpft. So. Aber gut, ja, okay, wahrscheinlich hatten wir auch eben so 20-2 Schüsse. Aber trotzdem, wär noch was drin gewesen. Man kennt FIFA. Oh.
das sieht doch jetzt ganz, ganz wild aus. Kylian Mbappé als Team of the Year-Karte. Damit haben wir 5 Tottis in der Mannschaft, 4 Icons und 2 Tots-Karten. Davon ist eine rot, aber prinzipiell sind das ja Tots-Karten. Und eine Partie in dieser Episode haben wir sogar noch vor uns. Hier ist das Team vom letzten Gegner, auch ein geiles Squad. Aber wisst ihr, was krass ist? So Karten wie 97er Maradona gibt es nicht mal als Winners Prize, weil die uns nicht weiterhelfen, weil wir im ZM überall schon mindestens eine 97 haben. Yashin 94, bester Iconkeeper, bringt uns auch nichts, weil wir im Tor schon einen besseren haben. Also es ist richtig schwer, irgendwo Upgrades zu finden. Hier finden wir noch eins für die Rechtsverteidigerposition. Carlos Alberto 90er ist der Winners Prize, denn er wird uns noch um einen Punkt upgraden. Und der Losers Prize ist die Headliner-Karte von Philippe Andersson, der gibt uns ein Downgrade von 8 Punkten. Hier ist schon wirklich sehr lange her, dass ich mit dieser Mbappé-Karte gespielt habe. Aber ich habe die sehr, sehr gut in Erinnerung und den Eindruck macht sie hier jetzt auch. So, kein Abseits. Son bringt den rein! Oh, den habe ich so predicted, den Pass. Schöner Pass. Ja, die verstehen sich da vorne, die Franzosen. Hey, was ist das denn für ein Rumgespringe da hinten eigentlich immer? Hä, Bro, rot, ohne Reden von hinten. Hä? Ah, nee, oder? Er dachte, es ist rot und wollte dann rausgehen. Junge, diese Leute in FIFA, ne? Dachi, alle Dachi. Nee, der ist am Ende doch rausgegangen. Guckt euch das an. Hä? Hä? Egal, das war ja quasi eh nur das Bonusspiel. Wir haben ja pro Episode nur 3 Spiele, weil die jetzt alle bisher gequittet sind, habe ich noch eins gemacht. Dann quittet der halt auch, naja. Letztendlich sind wir auf unsere Spielzeit gekommen, haben unsere Upgrades erspielt. Und wir haben jetzt nur noch Karten, die über 90 sind. Alle 11 Karten in der Startelf sind über 90. Ja, was halt auch geil aussieht, wir haben keinen einzigen roten Link mehr in der gesamten Mannschaft. Überall sind entweder orange Links oder grüne Links. Jeder Spieler kriegt gute Chemie ab. Sehr, sehr, sehr geile Squad. Also wir haben auch in dieser Episode wieder gute Meta gemacht. Und ich denke, das wird auch in der nächsten Episode wieder der Fall sein. Diese Aufnahmen von Steel und Nuss, die gehen echt schnell, ey. Dadurch, dass alle quitten. Easy Upload quasi. Aber erstmal müssen jetzt wieder ein paar neue Karten released werden, die auch kranke Ratings haben. Dann gibt es die nächste Episode. Auch wenn es momentan natürlich auf den meisten Positionen auch schon Potenzial gibt. Aber es soll noch mehr Potenzial geben. Leute, vergesst nicht, den Kanal auch zu abonnieren. Ich bin raus, haut rein. Ciao.